So, denn Leute, da bin ich wieder. Das Spiel hat mich tatsächlich rausgeschmissen. Frechheit ist das. Ist heute schon das zweite Mal. Ich war's nicht. Er war's. Ist der Weibsvolk anwesend? Nein, 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 nein. Er war's, er war's. Sie war's, sie war's. Er war's, er war's. Immer sehr schön, schöne Weihnachtsgeschichte. Das Leben des Brian. Sehr, sehr lustig. Müsst ihr unbedingt gucken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Sehr, sehr lustig. So, hier dürfte nichts weiter passieren, ne? Nee. So, die nächsten gehen da unten und da kommt das dicke Vieh dann raus. Und dann hätten wir auch die dritte Herausforderung abgeschlossen. Ich habe übrigens einen neuen Bürostuhl, wo ich gerade drauf sitze. Ah, so einen richtig tollen. Ich hätte vor, so eine Art Billig-Leder-Chefsessel-Gerät. Das war so platt gesessen nach 2 Jahren jetzt. Also, dass ich. Ah, da kommt der Dicke. Oh, nur ein einziges. Bisher. Ja, bisher sind immer noch Ätzend damit dazugekommen. Jedenfalls hatte ich halt so eine Art. Ja, Chefsessel, Leder. Aber auf günstige Variante eben. Da gibt es ja richtig teuer, habe ich gehört, gesehen. Richtig, richtig teure Dinger. Die bei 700 Euro liegen. Und diese typischen Gaming-Sessel habe ich mir auch geguckt. Es gibt ja alle möglichen Sessel, die dann Gaming-Chairs heißen. Oder und sich so schimpfen. Die dann aussehen wie so ein Rennstuhl und aber nichts weiteres haben als so ein Ledersitz, der halt aussieht wie im Rennendings. Und es gibt viele, ich habe es ein paar Leute bei Twitch, habe ich das gesehen, dass die alle haben: Oh, ich habe so einen tollen Stuhl hier neu und hier so. Die kosten 300 Dollar, diese Scheiß. Oder auch Euro, ich glaube. Euro oder Dollar bin ich mir gar nicht sicher. Kosten diese Scheiß Gaming-Stühle. Nur weil sie den Namen Gaming tragen und aussehen wie ein Rennen, wie ein Sportsitz. Ich habe mir jetzt einen gekauft. Der war auch nicht günstig, aber halt besser. Ihr habt euch gut geschlagen, aber jetzt seid ihr in der Arena. Wenn ich vorstellen darf, das Ehepaar Jos und Valk. Hart wie Durastahl, unbesiegt und hochmotiviert, sich zu beweisen. Wie das Licht immer so nacheinander angeht, das finde ich echt geil. Vor allem, weil das sind diese Dinger hier, die sich anschalten. Stuhl war ich, ne? Ja, ich kann ja mal kurz erklären. Jos und Valk, das ist ein altes Ehepaar von Mandalorianern. Jeder hat seine eigenen Stärken. Der macht, ich weiß gar nicht, ob er es hier im normalen Flashpoint auch, also im Einzelspieler auch macht. Der macht so eine Art Klingenattacke, dann haut er ganz viele Klingen, also schneidet euch ganz oft und dann geht hier irgendwie so ein Debuff hoch. Und wenn der voll ist, der Debuff, dann kriegt ihr irgendwie mega Schaden ab oder wirft euch weg oder irgendwie sowas. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das hier im Einzelspieler auch so ist. Muss man aufpassen, dass das nicht so passiert. Ansonsten ist der relativ harmlos. Der springt ab und zu mal nach oben und lässt dann so eine Feuerbombe liegen, die euch Schaden zufügt. Da könnt ihr rausgehen. Die verbrennt aber relativ schnell. Viel nerviger ist aber Valk. Die kann euch anspringen. Zwischenzeitlich oder zufällig und euch wegschubsen. Das kann teilweise so sein, dass wenn ihr nicht hier in der Mitte steht, zum Beispiel hier außen steht und die schubst euch dann schubst ihr euch hier runter. Ich glaube, das erste Mal, dass ich hier gespielt habe, sind wir alle hier runtergefallen, weil die uns da nacheinander runtergeschubst hat. Deswegen, also ihr Ideal wäre es natürlich hier schon so zu bleiben, hier in der Mitte. Dann, wenn sie euch schubst, dann landet ihr irgendwo hier am Rand. Und könnt dann weiter wieder zurücklaufen und sterbt dann nicht, weil ihr in die Lava fallt. Ansonsten macht ihr irgendwas Tolles, kann ich mich gar nicht dran erinnern, muss ich ehrlich gestehen. Zuerst kämpft ihr gegen Vujos. Wenn ihr zum bestimmten, ich glaube 50% oder so runter habt, dann springt er hoch und Valk kommt runter. Dann macht ihr die zum bestimmten Prozentsatz fertig und dann sind beide hoch. Dann kommen hier Ads. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch schon Ads kommen. Also die hier, die in den Kisten sitzen.
Ich glaube schon, im normalen Flashpoint auf jeden Fall. Also im Vierer, im Gruppenfinder kommen dann Adds dazu, die müsst ihr wegballern. Wenn die Adds dann weg sind, dann kommen Jos und Valk zusammen runter und dann machen natürlich beide ihre Sonderattacken. Und ich glaube, dann ist es, zumindest im normalen Flashpoint, ist es je nach Belieben, zuerst den einen, zuerst den anderen. Ich habe es immer am liebsten, dass wenn Valk immer als erstes stirbt, weil die wegschubst und sowas. Im Hard Mode ist es, glaube ich, so, dass Jos als erstes weg muss, weil der diesen Debuff hier draufhaut und das mega viel Schaden macht und der Heiler dann wirklich Probleme kriegt, das wegzuheilen. Ich glaube, dann wird Jos genommen. Bin mir auch nicht sicher. Vielleicht gibt es hier ein paar Hardcore-Flashpoint-Spieler, die das wissen. Aber ich glaube, ich meine, die letzten Male wurde immer Jos, da war immer ein Ziehkreuz drauf, der sollte mal als erstes eben wegen diesem Debuff da. Und Valk, weil die harmlosere gewesen ist. Halt gefährlich war halt nur das Hin- und Herschubsen. Aber wenn man in der Mitte ist, ist das halt kein Problem mehr und Jos ist halt auch ein Problem. Also dauerhaft. So, aber ich war beim Stuhl, aber den Stuhl erkläre ich gleich im Kampf. So. Ich lade so ein bisschen auf jetzt. Das heißt, da der hier als erstes spielt, greife ich den als erstes an. Ich hätte auch schon mal, dass ich. Da war ich hier alleine. Mit Talon. Und da haben sie mich hochgezogen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo sie hochspringen. Die haben ja irgendwo eine Plattform, wo sie hochfliegen. Irgendwo hier oder so. Oder da. Irgendwo haben die hier so eine Plattform. Ich sehe sie gar nicht gerade. Da springen sie jedenfalls hoch. Und dann warten die. Und dann hat man. Das waren beide oben irgendwie. Und dann haben sie mich hochgezogen. Oder ich bin gesprungen oder so. Jedenfalls habe ich dann gegen beide da oben gekämpft, anstatt dass ich gegen einen da und am Ende war man unten. Das war ganz lustig. Habe ich aber verloren. Das Spiel, weil ich keine Heilung gekriegt habe. War ja alleine und ich konnte nicht mehr nach unten wegen den, um die Kulturpacks dann zu aktivieren. Macht aber nichts. Ich springe jetzt an, weil jetzt müssen wir nämlich langsam mal los. Ich werde euch vernichten! So, Valk springt weg. Und guckt zu, wie Amanda auf die Schnauze kriegt. Ja. So, jetzt macht er Luftschlag, da könnt ihr weg. Der macht jetzt nämlich so ein Feuer. Das verbrennt relativ schnell. Und ich habe hier, ihr guckt, dieses hier, ich glaube, die Tanks müssen so ein bisschen kiten. Dabei. Bin die mir aber nicht sicher. Jemals neuen Stuhl. Ich habe mir so einen tollen Stuhl gekauft. So. Der schubst auch ein bisschen. Aber nicht so extrem wie Valk. So. Neuen Stuhl habe ich mir gekauft, habe ich gesagt. Ja, der müsste gleich hier wegfliegen. Da ist er weg. 50% war doch richtig. Bams. So, die schubst, das war jetzt nicht so weit, wie ich gesagt habe, aber die. Es kann wirklich sehr nervig sein. Es ist echt laut bei mir auf dem Kopfhörer. Was ist das? Ja, achso, die sind da. Das habe ich ganz vergessen. Da müsst ihr rumlaufen. Und jeder muss sich einen Platz suchen. Und zwar so, dass diese Kreise nicht übereinander liegen. Wenn die Kreise übereinander liegen, dann kriegt ihr auch doppelt so viel Schaden ab oder dreifach oder viermal so viel. Je nachdem, wie viele Kreise übereinander liegen. Das ist sehr doof. So, Marco wäre jetzt fast runtergelaufen. So, ich muss hier raus. So, einzeln machen sie relativ wenig Schaden. Aber halt übereinander. Jedenfalls dieser tolle Stuhl, den ich jetzt habe, das ist so eine Art, so ein Gesundheitsrückenstuhl, Bandscheiben. Ne, so ein Stuhl. Das war sehr seltsam zu Anfang. So, jetzt müsste die eigentlich wegfliegen. Ah ja. So, kommt mal hier mit in die Mitte, bitte. Das ist mir zu nah am Rand da. Hallo! Ich habe gesagt, kommt mal hier in die Mitte, bitte. Ist das? Keiner hört hier auf mich. Ist ja wie in der Gilde. So. Hier bleiben, komm her, Marco. So, jetzt kommen sie beide gleichzeitig. Du machst das falsch. Ich hau jetzt mal Jos weg. Dranbleiben, Valk. Als erstes. So.
In der ganzen Zeit hat Tobi jedenfalls sich ganz komisch angefühlt, weil er sich eben auch vom Rücken her, weiß ich nicht, aerodynamisch, Rücken aerodynamisch ist. Da sitzt man aber doch dann im Endeffekt besser drauf. Das andere war wirklich nur so ein bisschen Leder. Und der total durch. Also ich hab da total genannt, hab da total. Jetzt sind sie fertig. Durchgesessen, also praktisch nur noch auf das Plastik und dann oben drauf so ein bisschen Leder. Die ganze Polsterung war schon praktisch weg. Hatte ich dann auch Rückenprobleme am Ende dann. Also wenn ich länger drauf gesessen habe, war nicht so schön angenehm. Dann macht das Spiel auch keinen Spaß mehr so. Da habe ich mir jetzt einen gekauft, habe ich mir gedacht, na, bevor du die nochmal so ein. Bevor du wieder so ein günstiger nimmst, so 50 Euro, der macht deinen Rücken kaputt und oder da kriegst du Probleme vielleicht. Habe ich mir gedacht, nimmst du mal so einen, der ist vielleicht teurer, aber besser für deinen Rücken. Und da sollte man vielleicht doch auch mal investieren für seinen Körper. Immerhin ist das Wohnen wir da unser ganzes Leben drin. Im Gegensatz zu unseren Wohnungen. Die wechseln wir ab und zu mal, aber der Körper ist unser Haus, den wir immer haben. Deswegen sollte man auch auf seine Gesundheit achten mit schön Essen und so und nicht nur auf Fastfood und so ein Kram. Aber das hört ihr ja auch ständig und immer wieder so. Ich muss zugeben, das war fertig. Es ist wohl an der Zeit, dass wir uns näher kennen. Ja, allerdings. Also jetzt so ein Date okay? Mit der Flamme. Mit meiner Flamme. Aha, ich habe ein Date mit meiner Flamme. Aha. Das wollte ich schon immer. So. Den nehme ich. Ist der Kollege jetzt fertig? Natürlich ist er fertig. Bis dann. Ja, bis dann. So cool, Gar. Ja, gib jetzt nicht an. Ich bin sofort fertig. Besser als angeschossen zu werden. Ich lasse die hier nochmal arbeiten. Aber 6, 9, 3, ja, dann müsste ich mir, vielleicht kann ich hier die Erweiterung kaufen dann. Müsste ich jetzt kaufen können. So, hier stehen noch ein paar, die sind kein Problem, die können gerne also wegbrutzeln. Ja. Das sollte einfach so durchgehen. Die Ergebnisse sind viel besser, als sie vielleicht aussehen. Sie werden sehen. So ein. Ich werde mich ganz nach Ihren Spezifikationen richten. So, wir haben leider nicht mehr sehr viel Zeit bis zum neuen Update. Ich wollte aber eigentlich noch ein paar andere Sachen zeigen. Ein paar Missionen, Nebenmissionen, HK wollte ich zeigen und so. Aber ich habe jetzt ein bisschen angezogen, habt ihr wahrscheinlich gemerkt mit den Let's Plays, beziehungsweise mit der frequenten Wiedergabefrequenz auf YouTube. Also jeden Tag habe ich jetzt einen. Also das habe ich jetzt versucht. In letzter Zeit, zum Beispiel die Illum-Geschichte. Da habe ich ja jetzt jeden Tag einen rausgehauen. Also jetzt zu diesem Zeitpunkt. Lustig, ne? Damit ich auch ein bisschen vorankomme, weil ich auch ein bisschen Speicherprobleme habe. Ich habe nur noch 500 GB frei auf meiner Platte. Ich muss ein bisschen rendern und dann hier die Videos loswerden, weil sonst werden die auch wieder zu alt. Ich heiße Shea Whistler. Den Spitznamen haben mir die Einheimischen gegeben. Wenn ich nur wüsste, warum. Wie ich höre, hattet ihr einen Streit mit den Revanitern und Nova Blade. Von einem Mandalorianer zum anderen. Glaubt ihr, ihr könntet mir helfen? Glaubt ihr etwa, ich würde Mandalors Liebling nicht erkennen? Ich halte mich aktuell vielleicht bedeckt, aber ich bin nicht völlig aus der Welt. Ich sage euch was. Anstatt einer großzügigen Geste der Kooperation oder was immer ihr euch ausgemalt hattet, lasst uns doch etwas anderes probieren. Es ist eine Weile her, seit sich mir eine echte Herausforderung geboten hat.
Ich nutze diese Gelegenheit dazu, um meinem Clan eine Lehrstunde zu erteilen. Angeber. So, Shay Vizsla, Endboss. Wie ihr wahrscheinlich vermuten könnt, sind diese Platten, die sind ja bewegbar, habt ihr ja gesehen, die gehen nach einer bestimmten Zeit auf, nicht alle gleichzeitig, sondern immer abwechselnd. Das heißt, wenn ich hier sicher stehe, dann ist da offen, da ist dann wieder sicher, dann ist da offen und so weiter, ne? Immer so eine Platte in Abwechslung, dann was auch da ist, das heißt, ihr könnt so quer rüberlaufen, das heißt, wenn die Platte sicher ist, dann ist auch die Platte sicher und diese Platte und diese und so weiter. Dann bleibt ihr hier drauf stehen. Sie fliegt halt mit ihrem Jetpack hin und her. Idealerweise, wenn ihr in einer Vierergruppe seid, auf eine Plattform, damit sie nicht, wenn ihr so verstreut seid, zum Beispiel hier, da und dann da, was weiß ich, dass sie dann, die fliegt nämlich hin und her zu jedem Einzelnen mal, um da so einen Tod von oben runter zu hauen. Dass die Nahkämpfer nicht immer laufen müssen. Für Nahkämpfer ist dieser Boss extrem scheiße, weil die halt immer hin und her fliegt und springt und so weiter und sofort, wie gesagt, Tod von oben, komm, macht sie, da auf jeden Fall raus, der macht ganz schön Schaden, hier im Einzelspieler nicht so, aber im normalen Vierer macht das schon auch schon ganz gut Schaden, im Hardmode weiß ich es gar nicht, ich glaube, ich habe den hier im Hardmode noch gar nicht gespielt, ich habe es einmal versucht als Heiler, da konnte ich schon beim ersten Boss nicht mithalten, weil ich kein Gear hatte, ich hatte nur ein bisschen Yavin Gear und da konnte ich gar nicht mit gegenhalten, das ging gar nicht. Was macht sie noch? Ab und zu ruft sie so einen Druiden, der macht so eine Art Feuersturm. Der dreht sich hier so überall ist Feuer hier in dem Kreis, etwa, ja, etwa, genau, hier so in diesem Kreis. Da bewegt sich dieser Feuersturm. Ihr werdet rangezogen hier in die Mitte zu dem Druiden und müsst dann so schnell wie möglich rauslaufen. Ihr seid dann natürlich verlangsamt. Natürlich auch nicht. Ihr kriegt dann natürlich Schaden ohne Ende, bis ihr im Feuer seid. Das heißt, nicht drin steht, weil hier fliegt gerade so eine Scheißmücke rum. Was ist hier los, Mann? Hau ab. Drecksvieh. Dabei habe ich doch hier so ein Fenster. Naja. Jedenfalls, da müsst ihr raus, damit ihr nicht keinen Schaden bekommt. Und wir Kopfgeldjäger und Soldaten haben den Vorteil, dass wir hydraulische Überbrückung und Stellung halten haben. Das heißt, wir können, wenn wir rechtzeitig sehen, dass da ein Druide runterkommt, das sieht man relativ gut, dann aktivieren wir das natürlich und dann werden wir nicht rangezogen und können schon mal im Voraus hier stehen. Und hier sind wir sicher. Im normalen Flashpoint sind dann hier auch Kolto-Packs. Ich glaube, die tauchen auch gleich auf. Ja, dann könnt ihr hier stehen und müsst dann abwarten, bis alles fertig ist. Sie selber fliegt in diesen Feuersturm dann mit, hin und her. Ihr könnt draufschießen, wenn ihr wollt. Macht ein bisschen Schaden, aber eben nicht allzu viel. Irgendwann verschwindet der Druide wieder und entweder zieht sie euch ran oder ihr könnt sie dann anspringen oder was weiß ich. Und es geht wieder von vorne los. Mehr ist hier gar nicht zu beachten. Also zumindest nicht in diesem Einzelspieler und im normalen Spieler. Bei Hardmode weiß ich es gar nicht, aber ich glaube, dass die Spielmechanik die gleiche. Apropos Spielmechanik, ich habe heute gelesen, dass sie den Nightmare-Modus von der Ewigen Kammer und Karagas Palast rausnehmen, weil das im Gegensatz zu den anderen Nightmare-Modi keine neuen Spielmechaniken enthält, sondern nur eine praktisch hochskalierte Hardmode-Version ist. Das heißt, da ist nur mehr Lebensenergie drauf, anstatt andere Attacken oder andere Taktiken. Deswegen werden die mit dem neuen Patch rausgepatcht und ja, natürlich alle Erfolge und so weiter dann nicht mehr erreichbar. Das heißt, müsst ihr jetzt noch machen, die Erfolge zu bekommen und die Fahrzeuge und was weiß ich. Später geht das nicht mehr. So, wir wollen jetzt aber angreifen, damit das nicht noch länger dauert. Ich habe jetzt schon 35 Minuten. Oh Mann, das wird immer länger hier. Ja, dann mal los, aber ehrlich. Riesiger Trecker kommt hier. Was ist das? Eieieiei. Es ist 21.47 Uhr. Giotto. Ich hab keine Ahnung, was hat. Vielleicht will sie was zu essen oder so. Vielleicht ist sie hungrig. Eieiei.
Eieiei, bei Bang. Gut, hier außen sind jetzt diese Coltopacks aufgetaucht. So, jetzt müssen wir hier auf eine Plattform. Sie fliegt hin und her. Da müssen wir raus, weil der macht ganz gut Schaden. Selbst wenn ich nicht drin bin. Ja, gib mir auch alle Unterstützungskredite. Ah, jetzt macht das. Weiß gar nicht, warum ich so ganz so viel Schaden abgekriegt habe. Ich stand doch außerhalb. Das Tod von oben ist gewesen, aber zählt wohl nicht, dass man außerhalb ist. So, ich ziehe mal, sieht man mein Schild. Jawohl! Ich lasse euch nicht gewinnen! So, jetzt wird's, werden wir reingezogen. Hier geht alles kaputt und. Na gut, der Kreis ist etwas größer. Nicht nur bis dahin, sondern bis hierhin. So, und jetzt könnt ihr schon wieder angreifen. Und mehr macht sie dann auch nicht. Ich lasse euch nicht gewinnen. Warum nicht? Ich möchte aber mal gewinnen. Ich gewinne immer. Voll überheblich. Hermes. Nein, jetzt hat er mich karbonisiert. Mich alleine. Eieiei. Eieiei. Uiuiui. Vielleicht sollte ich doch mal wieder Heilung. Hier, es ist echt, also die ist wirklich ist eine harte Sau. Diese Witzler. Die ist sehr lustig, die Witzler. Shay Witzler. Hat so ein Buch, so ein Witzebuch rausgebracht. Jay Witzlers beste Witze. Ich mache euch fertig. So, was ich gehe nach Mandosis und ein. Ja, ein Schiss. Eine Bar oder sowas. So fängt es dann an. Schlecht. Sicherweise ist das immer zu Anfang immer ein Feind. Die Kiste. So, jetzt liegt sie da mit ihrem Jetpack an. Ne? Dass die jetzt eigentlich müsste jetzt hier so so voll lang und durch die Gegend fliegen, so unkontrolliert. So, ja, Kiste, wir nehmen das mit, komisches Zeug, was wir nicht brauchen. Und nein, wir die Flamme ist weg. Es gibt jetzt hier hinten hier so einen Masten, den müsst ihr anklicken. Ist ein bisschen seltsam. Zu Anfang habe ich auch sehr gesucht. Verfluchter Mist. Okay, ich bin wohl eingerosteter, als ich dachte. Aber nur ein kleines bisschen. War ein gutes Gefühl, mal wieder richtig zu kämpfen. Ich bin beeindruckt. Wollt ihr mir schmeicheln? Ach, was soll's. Nur zu. Ihr wisst also, dass sich Nova Blade mit den Revanitern zusammengetan hat. Dann wisst ihr wahrscheinlich auch, dass sie nichts Gutes vorhaben. Wir haben Nova Blade geholfen, um ein gutes Verhältnis mit der Räuberbucht zu sichern. Wir haben uns aber nicht für die Revanita und ihren galaxisweiten Krieg gemeldet, also haben wir uns verabschiedet. Kann ich mich auf euch und euren Clan verlassen, die Revanita-Bedrohung zu beenden? Nein, könnt ihr nicht. Uns kann man nicht anheuern. Wir sind keine imperialen Lakaien und wir lassen uns da nicht reinziehen. Gebt mir ein einzelnes Ziel, das meine Zeit wert ist und ich bin dabei. Aber die Revanita und ihre Flotte von Kriegsschiffen? Nein, danke. Wo sind diese Schiffe? Das kann ich euch nicht sagen. Ich hätte nichts dagegen, wenn ihr die Revanita von Rishi verjagt. Wir bleiben hier gerne unter dem Radar. Retour chez me, Mando. Es war eine Ehre, gegen euch zu kämpfen. Kesush, Mando Adei. Wer hat Lust, Skarklar zu jagen? Ja, und das war dieser Flashpoint.
Und ich verabschiede mich hier. Wir sehen uns dann, wenn ich im Unterschlupf zurück bin. In der nächsten Ausgabe. In der nächsten Maus, wollte ich gerade sagen. Wir sehen uns dann. Tschüss.